Die Pornoglyphe sind eines der größten Mysterien der One Piece Welt. Und ich glaube, heute habe ich das Geheimnis um sie gelöst. Welches das ist, sage ich euch nach einem kurzen Intro. Insgesamt gibt es drei Arten von Pornoglyphen. Die Geschichtspornoglyphen, die Instruktionspornoglyphen und die Roadpornoglyphen. Die Geschichtspornoglyphen enthalten die Geschichte des antiken Königreichs. Die Instruktionspornoglyphen führen zu weiteren Geschichtspornoglyphen und die Roadpornoglyphen führen direkt nach Raftel. Doch woraus sind sie gemacht und was ist ihr Geheimnis? Woraus besteht denn ein Pornoglyph? Bisher haben wir meistens gedacht, dass es aus Stein besteht, denn immerhin waren die Kozukis, die es hergestellt haben, Steinmetze. Doch in One Piece Folge 770, als Neko Mamushi von den Pornoglyphen erzählte, bekam man einen Flashback zu einem Kozuki, welcher das Pornoglyph bearbeitete. Und als er mit dem Hammer und Meißel das Pornoglyph bearbeitete, kam ganz klar ein Geräusch, als würde man Metall auf Metall hauen. Und nein, den Hammer, den man sehen konnte, dieser war aus Holz. Jedoch, da es sich hierbei um Anime-Content handelt, muss man mit dieser Info vorsichtig umgehen, da es sich auch einfach um einen Fehler des Animationsstudios handeln könnte. Wobei ich mir denke, wer macht schon so einen groben Schnitzer und haut bei der Bearbeitung eines Steins einen Metallsound rein? Sollten die Pornoglyphe aus einem metallischen Element bestehen, hätte dies auch den Vorteil, dass man nicht irgendeinen magischen Stein oder ähnliches bräuchte, um zu erklären, warum diese unzerstörbar sind. Da macht es mehr Sinn, dass sie einfach aus einem härteren Metall sind als aus Stein. In der Welt von One Piece haben wir auch zufällig von einem sehr interessanten Material gehört, und zwar dem Liquor Iron Ore. Koala erwähnte dies gegenüber Dragon. Es sei ein sehr seltenes Metall, welches zur Herstellung von Waffen genutzt werden kann. Dieses Metall kann man laut Aussage von Koala nur in wenigen Ländern abbauen. Da passt es doch gerade dazu, dass in Wano Kuni etwas abgebaut wird in zahlreichen Minen. Wäre es möglich, dass es sich hierbei um das Liquor Iron Ore handelt? Und eben aus diesem Material fertigt Kaido dann seine Waffen. Das Wort Liquor wird im Japanischen oft übersetzt mit Sake, der Name eines traditionell japanischen Reisweins. Das Kanji für Liquor Iron Ore liest man als Sake Teko. Wenn man den Namen aber ins Romanische überträgt, heißt es Kitetsu Ko. Das Ganze spiegelt das Wort Härte wider, wie bei Tekai zum Beispiel. Und wie wir wissen, sind die Pornoglyphe extremst widerstandsfähig. Dass Sake etwas ist, wofür Japan berühmt ist, kann man daraus wieder die Verbindung zu Wano Kuni bauen, welches ja ans alte Japan angelehnt ist. Zudem gibt es nun vom Namen her eine Verbindung zu dem legendären Kizetsu-Schwertern. Könnten diese aus Liquor Iron Ore bestehen? Zoro ist ja ein Schwertkämpfer, dem es durchaus mal passiert, dass eines seiner Schwerter kaputt geht. Nicht aber sein Kizetsu, obwohl es nicht mal vom hohen Rang ist. Möglicherweise, da es aus Liquor Iron Ore besteht. Zudem gibt es auch weitere Verbindungen zwischen den Pornoglyphen, den Kitetsu-Schwertern und dem Liquor Iron Ore. Koala erzählte Dragon, dass sie die Präsenz des Liquor Iron Ore in den Waffen gespürt habe. Zoro sagte des Öfteren, er spüre die Präsenz des Fluches seines Kitetsu-Schwertes. Und wenn man The Voice of All Things beherrscht, kann man die Pornoglyphe hören bzw. spüren. Was hat es mit diesem Liquor Iron Ore auf sich? Was beherbergt es? Was, wenn in dem Liquor Iron Ore die Gedanken, die Seelen der Verstorbenen des antiken Königreichs bzw. seiner Verbündeten beherbergt? Die ruhelosen Seelen gingen über in die Erde und formten so das Liquor Iron Ore. Deshalb hat dieses Gestein überhaupt eine Präsenz, denn ein Stein bzw. ein Metall kann sonst keine Präsenz haben. Und möglicherweise sind die Roadpornoglyphe an den Orten gewesen, wo es das größte Blutvergießen im antiken Krieg gab. Deshalb die rote Farbe. Die Kitetsu-Schwerter sollen verflucht sein und sie sind schwer zu bändigen,
Sie sollen ihre Nutzer in den Tod schicken. Könnte das durch die ruhelosen Geister in den Schwertern sein? Und man braucht eine gewisse Geistesstärke, um diesen widerstehen zu können. Und ich meine, welcher Schwertschmied würde nicht gerne ein Schwert aus einem Material herstellen, welches unzerstörbar ist? Vielleicht ist der Fluch ja auch einfach nur bei Leuten, die eben nicht zum antiken Königreich gehören, ausgebrochen. Wir wissen ja bis dato noch nicht, woher Zorro wirklich stammt. Aber gehen wir mal davon aus, er kommt wirklich ursprünglich aus Wano Kuni, würde es so erklären, warum er das Schwert nutzen kann, ohne dass der Fluch ihn übermannt. Wenn wir uns diese Thematik mal tiefgründiger stellen, müssen wir The Voice of All Things mit einbeziehen. The Voice of All Things ist eine Fähigkeit, mit denen man die Stimmen, Gedanken, Informationen von Gegenständen wie den Pornoglyphen oder Tieren wahrnehmen kann. Momonosuke spürt die Präsenz des Pornoglyphs auch so, je näher er rankommt. Zudem konnte er dadurch auch mit Tsunisha kommunizieren. Doch wie kann es sein, dass The Voice of All Things sowohl auf Tieren als auch auf Gegenständen funktioniert? Ein Gegenstand hat nun mal eigentlich keine Präsenz, die man spüren könnte. Was haben diese gemeinsam? Hier kommt wieder die Seelentheorie ins Spiel. Ein Tier hat eine Seele. Und wenn meine Theorie stimmt, dass in den Pornoglyphen die Seelen der Verstorbenen des antiken Königreichs und derer Verbündeter irgendwie eingebettet sind, wäre dies die Erklärung, weshalb Momonosuke die Präsenz des Pornoglyphs spüren könnte. Deshalb heißt die Fähigkeit auch Voices of All Things, denn es sind die Seelen der Verstorbenen, die aus den Pornoglyphen sprechen. Ein weiteres Indiz hierzu wäre der Drei-Augen-Clan. Pudding besitzt ein drittes Auge. Big Mom sagte, dass der Drei-Augen-Clan die Fähigkeit hätte, Pornoglyphe zu übersetzen, obwohl sie die Schrift nicht beherrschten. In unserer echten Welt steht das dritte Auge in vielen Religionen für eine erweiterte Wahrnehmung auf spiritueller Ebene. Sie gibt die Fähigkeit der Vorhersehung, der Wahrnehmung und das Erspüren von Chakras und Auren. So könnte sich erklären, dass der Drei-Augen-Clan die Worte in den Pornoglyphen entziffern kann, ohne die Schrift zu beherrschen. Denn sie hören die Stimmen der toten Seelen in den Pornoglyphen mit ihrer spirituellen Kraft. Seelen in One Piece ist ja für uns nichts Neues mehr. Wir haben Brook mit seiner Teufelsfrucht, wir haben Big Mom mit ihrer Teufelsfrucht. Und wir vermuten ja bis heute noch, dass die Seelen der Teufelsfrüchte in die nächste Frucht wandern, sollte ein Teufelsfruchtnutzer sterben. Und auch die Shandia waren ja der Meinung, dass in ihren Bäumen die Seelen ihrer Vorfahren umherwandern. Und dies könnte ein Foreshadowing gewesen sein. Denn ihre Vorfahren waren mit dem antiken Königreich verbündet. Vielleicht war mit diesen Seelen tatsächlich irgendwas angedeutet, dass die Seelen der antiken Menschen noch irgendwo sind. Es heißt ja, wenn man alle Pornoglyphe findet, bekommt man die gesamte Wahrheit offenbart. Vielleicht, wenn man alle Pornoglyphe zusammengetragen hat oder ähnliches und man Raftel erreicht, erscheinen die Seelen der Vorfahren des antiken Königreichs, so auch Joy Boy. Und offenbaren die wahre Geschichte zu demjenigen, der sie gefunden hat. Dies wäre auch dahingehend interessant, dass zwar vielleicht alle Crewmitglieder Raftel erreicht haben, aber nicht alle die Geschichte erstmal mitbekommen haben, da nur diejenigen, die The Voice of All Things hören können, die Geschichte auf Raftel gehört haben. So wäre es auch erklärt, wieso vielleicht ein Buggy die wahre Geschichte nicht kennt, denn er besitzt kein Voices of All Things. Die bisherigen bestätigten Nutzer des Voices of All Things lassen auch auf den Schluss zu, dass nur diese es nutzen können, die mit dem antiken Königreich zu tun haben. Monkey D. Ruffy, Gol D. Roger, Kotsuki Momonosuke und Kotsuki Oden. Alles dies, bei denen wir bis dato davon ausgehen, dass sie zum antiken Königreich gehörten, und Samurai, die ja ein Verbündeter des Königreiches waren und die Pornoglyphe erschaffen haben. Was haltet ihr von meiner kleinen Theorie, dass sowohl die Kitetsu-Schwerter als auch die Pornoglyphe aus dem Liquor Iron Ore bestehen und somit unzerstörbar sind und dass sowohl in den Kitetsu-Schwertern als auch in den Pornoglyphen die Seelen der Verstorbenen des antiken Königreichs sind? Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein.
Ciao.